Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge unseres Vettel-Pfeifecast. Heute natürlich wieder nur mal zu viert. Wie soll es auch anders sein? Irgendwie kriegen wir es nie auf den Nenner, alle fünf da zu sein. Und wir sprechen wieder über die Ereignisse von Raw, SmackDown und NXT in dieser Woche. Und wir fangen schon mal an mit Monday Night Raw, wo die Ausgabe mit einem Rückblick von dem Titelgewinn von Seth Rollins begonnen hat. Dann hat Rollins noch ein bisschen über sein Championship-Match gegen Lesnar gesprochen. Währenddessen hat dann auf einmal der Team von New Day ertönt, wo dann der komplette New Day zum Ring kam. Big E noch darauf zu sprechen gekommen, dass Kingston endlich nach 12 Jahren sein erstes Singles-Match um den Championship erhalten hat und es auch gewonnen hat. Kofi Kingston sagte dann noch, dass ihm die Stipulation im Main-Event gefallen hat mit dem Winner Takes All und ihm auch dann Seth Rollins vorgeschlagen hat. Rollins musste erst ein bisschen überlegen, hat dann aber die Herausforderung angenommen zu einem Winner Takes All-Match zwischen Kingston und Seth Rollins. Und dann ging es schon los mit dem ersten Match, das ein Rückmatch von WrestleMania war, das Raw Tag Team Championship Match zwischen Hawkins und Zack Ryder auf der einen Seite und Revival auf der anderen Seite, wo Kurt Hawkins und Zack Ryder nach einem Roll-Up wieder durch Hawkins gewonnen hat. Matchzeit 10 Minuten. Das Match war gar nicht so schlecht. Hawkins, Ryder durften zeigen, was sie konnten. Ja, eure Meinung zum Segment, zum Match? Ich muss sagen, ich fand das Segment, die Promo von Rollins und dem New Day sehr interessant und ja, sehr lustig. Das mit dem Winner Takes All dann, dass dieses Match schon stattfindet, hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber darauf kommen wir später noch zu reden. Aber dann gehen wir weiter zu dem Match. Hawkins und Ryder gegen Revival. Ich fand, war wieder ein ziemlich gutes Match, wo auch wieder Hawkins ziemlich viel zeigen durfte, was ich sehr gut finde. Und am Ende gewinnen sie wieder nach einem Wall-Up von Kurt Hawkins nach glatten 10 Minuten. Ich find's super. Also ich Promo von Rollins und Kofi Kingston auch ziemlich stark. Beide hatten ihre Künste, sage ich mal, was Promos angeht, ziemlich weit ausgebreitet und haben gezeigt, dass sie wirklich sehr stark am Mic sind. Und bin auch ein bisschen ehrlich, so die beiden im Ring zu sehen mit den beiden Titeln, sieht für mich so ein bisschen surreal aus, weil hätte mir vor einem Jahr mal jemand erzählt, ja, nächstes Jahr nach WrestleMania stehen Rollins und Kofi Kingston zusammen im Ring und sind beide World Champion, hätte ich, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Jetzt ist es so und ich freue mich drauf auf die Zukunft und zum Match bin ich auch ziemlich froh, dass hier Kurt Hawkins und Zack Ryder verteidigt haben. Das Match an sich war ziemlich stark, auch 10 Minuten ist eine ordentliche Matchzeit. Dass Hawkins den Pin wieder machen durfte, ist auch eine schöne Sache und jetzt hoffe ich, dass die beiden den Titel noch eine längere Zeit halten. Über das Segment muss man nicht viel reden. Du hattest viel, wie soll ich sagen, ja, Promo-Power im Ring, also mit allen, die da standen und geredet haben. Ich fand's irgendwie sau lustig, mir vorzustellen, Seth Rollins gegen Kofi Kingston. Und ja, dann wurde ja auch das Match angesetzt und es kam auch mehr oder weniger dazu. Und das Match hat mir echt gefallen. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich völlig durcheinander rede. Haltet mich doch einfach auf. Oh, wir sind ja beim Tag Team Match. Ike. So, zurück zum Thema. Daniel ist wieder wach. Tag Team Match. Ja, im Moment feiere ich alles, was mit Kurt Hawkins zu tun hat, weil man ihn einfach endlich mal machen lässt. Und wenn man ihm auch noch 10 Minuten Luft lässt zum Arbeiten, kann das nur gut sein. Ich entschuldige meinen kurzen Ausflug in das dann noch kommende Match. Tut mir leid. Und Michi, mach einfach weiter. Dann kommen wir schon zu einem nächsten Segment, wo Baron Corbin unter lauten Buhrufen zum Ring kam, wo die Crowd ihn als Arschloch bezeichnet hat. Er meinte, er hat einen Olympiasieg besiegt. Er hätte auch daher einige Goldmedaillen mehr verdient gehabt als Kurt Angle, der schon Olympiasieger war. Er hat bewiesen, dass er besser ist als einer. Daraufhin hat er auch einen Shut the Fuck Up Challenge von der Crowd bekommen. Danach kam noch Kurt Angle selbst in den Ring, hat Baron Corbin sozusagen zu seinem Sieg gratuliert, reicht ihm dann die Hand. Danach hat er ihm aber noch einen Engelslam verpasst und einen Ankle-Lock, woraufhin Corbin abgeklopft hat, was er leider nicht bei WrestleMania getan hat, leider Gottes. Und nachdem das dann das Ganze vorbei war, ertönte plötzlich der Team von Lars Sullivan, der sich dann vor Kurt Angle aufgebaut hat und ihn den Freak Accident sowie einen Diving Headbutt verpasst hatte. Und dann kommen wir schon zu einem nächsten Match. Alexa Bliss ist nach monatiger langer Pause wieder zurück in den Ring. Ein Match gegen Bayley.
Es war sehr kurz, 2 Minuten 44. Alexa Bliss gewann nach einem DDT gegen Bayley. Ich würde mal sagen, um eine Alexa Bliss wieder ordentlich aufzubauen, war es ein gutes Match. Eure Meinung bitte. Also zu dem Kurt Angle und Baron Corbin Segment will ich eigentlich gar nicht viel sagen, denn sobald Baron Corbin drin war, ging es mir wieder auf den Sack. Und danach noch das mit Lars Sullivan hat sich, sage ich jetzt mal, nicht angebannt. Das kam für mich schon ziemlich überraschend, zumal ich den schon lange nicht mehr auf dem Zettel hatte und ich auch dachte, dass er bald weg vom Fenster ist. Umso mehr, ich will jetzt nicht sagen, freue ich mich, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie mit ihm jetzt weitermachen. Hat für mich einen ziemlich guten Eindruck gemacht und vielleicht hilft ihm das ja auch am Anfang ein paar Hall of Famer, beziehungsweise halt auch Legenden zu attackieren. Wer weiß, muss man gucken. Und zu dem Match war auch wieder schön, Alexa Bliss im Match zu sehen. Leider ein bisschen zu kurz, aber das Matchergebnis war, denke ich, klar. Und ja. Ja, dass ich irgendwann mal sage und irgendwie auch gezwungen werde zu sagen, dass ein Auftritt von Lars Sullivan das Beste an einem Segment ist, das tut mir in der Seele weh, aber es war tatsächlich so, weil mich hat dieses ganze Segment genervt. Mich hat in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, sogar Kurt Angle genervt. Aus dem ganz einfachen Grund, du hörst dir erst wieder dummes Geschwafel von Baron Corbin an und denkst dir schon Hals Maul. Und plötzlich taucht eben Kurt Angle auf und macht einen auf alles ist friedlich und attackiert aber dann Baron Corbin. Finde ich an der Stelle ziemlich dämlich, muss ich ehrlich sagen. Weil entweder ich habe meine In-Ring-Karriere beendet und damit ist das Thema jetzt dann mal erledigt oder eben nicht. Also man müsste sich langsam mal für eins entscheiden. Mich hat's genervt. Zum Thema Alexa Bliss, es wurde Zeit. Ich weiß nicht warum, aber ich bin einfach am Montag wieder überzeugt worden, die Raw-Frauen brauchen Alexa Bliss. Es ist einfach so. Und wer am Montag das Match gesehen hat, weiß warum. Zu dem Segment möchte ich auch sehr wenig sagen. Eben mich hat das ganze Segment auch genervt. Und Lars Sullivan brauche ich überhaupt nicht. War allerdings, wie Daniel gesagt hat, das Beste an dem ganzen Segment. Ist schon sehr traurig. Naja, und dann Alexa Bliss gegen Bayley. Ich hätte mich gefreut, wenn das Match ein paar Minuten länger gegangen wäre. So fand ich es zu kurz. Und ja, nur damit man Bayley wahrscheinlich einen reindrücken wollte für die Sache bei WrestleMania, dass sie sich da lautstark beschwert hat. Sasha Banks zusammen. Nee, muss ich sagen. Nein. Dann ging es auch schon weiter mit Becky Lynch, die zum Ring kam und auch einen Rückblick auf ihren doppelten Titelgewinn gefeiert hat. Dann hat sie sich selbst noch als Tube-Belt Becky bezeichnet, was die Crowd so auch richtig gefeiert hat. Dann hat sie noch ein bisschen gegen Ronda Rousey gestichelt und gegen Charlotte. Hatte gemeint, man kann Charlotte, wenn sie einen Titel bekommen soll, doch die Tag-Team-Titels von den McMahons garantiert ausgängig bekommen. Ja, und dann ging sie wieder zurück Richtung Backstage, wurde dann von einer Lacey Evans unterbrochen. Jeder dachte, sie kommt wieder raus, geht raus, läuft wieder hoch. Aber nö, diesmal hat sie Becky Lynch einen Schlag ins Gesicht verpasst und dann ist ein Brawl zwischen den beiden ausgebrochen. Becky wollte noch den Disarmer zeigen, da konnte sich aber Lacey Evans befreien, da dann noch Offizielle kamen, die das noch ein bisschen unterbunden haben. Dann noch ein Backstage-Segment mit Carly Caruso und Seth Rollins. Hat Carly Caruso gefragt, warum er die Herausforderung von Kingston zugestimmt hat. Rollins meinte, weil er den Wettbewerb liebt und immer auf die nächste Herausforderung brennt. Und Kingston muss eine A-Leistung zeigen, denn mit einer B-Leistung werde er es nicht schaffen, Rollins zu schlagen. Dann kam es schon zum nächsten Match. Ein Tag-Team-Match zwischen Aleister Black und Ricochet gegen Bobby Roode und Chad Gable, wo Aleister Black und Ricochet gewannen nach einem Codebreaker. Wir vermuten, das ist ein neuer Finisher von Ricochet. Wir hoffen es nicht. Nach 11 Minuten Pin wurde, musste wieder Chad Gable einstecken. Ich glaube, das Tag-Team wird nicht mehr lange existieren. Dann wird Bobby Roode endgültig durchdrehen und seinen Heel-Turn machen gegen Chad Gable. Das war kein schlechtes Match. Aleister Black, Ricochet durften wieder zeigen, was sie können. Ja, was meint ihr denn dazu? Ich denke mal, das Segment von Becky war so das Segment, worauf viele gewartet haben, wie wird sich Becky jetzt dazu äußern, dass sie jetzt Doppel-Champion ist, sage ich mal. Und ich fand das Segment ziemlich stark. Sie hat echt eine gute Promo gehalten, kann sie ja. Mit ihren Stichlern natürlich auch gut ihr Gimmick wieder ein bisschen weiter ausgebaut, sage ich mal. War echt ein schönes Segment. Dann Backstage mit Seth Rollins. War auch hier so eine schöne kleine Promo. Ich denke mal, es war klar, dass sowas kommen wird und was er sagen wird. Und zu dem
Match bin ich auch ziemlich froh, dass es 11 Minuten ging und nicht wieder 6 Minuten, wie es ja bei den beiden so üblich ist. Aber ansonsten war es echt ein gutes Match. Chad Gable und Bobby Roode haben echt wieder viel zeigen dürfen, haben auch mal ein bisschen mehr ausgehalten, ansonsten sind nicht nach 2 Minuten wieder liegen geblieben. Ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht, wie lange sich auch noch Bobby Roode das mit Chad Gable anschaut. Ich denke nicht mehr so lange. Und das mit dem Codebreaker verwirrt mich so ein bisschen. Er könnte auch sein, dass er einfach nur sein zweiter Finisher ist und er jetzt irgendwie Finisher abwechselt, was ich mehr hoffe, als dass er sein 630 dann komplett wegwirft. Aber da muss man ja so gut dann abwarten. Bin echt gespannt, wie es da weitergeht mit Roode und Gable. Ja, diese Promo von Becky Lynch war super. Ich fand sie wieder super, wie fast jede Promo Becky Lynch hält. Dann den Brawl mit Lacey Evans. Ja, super. Ich freue mich immer über so einen Brawl, vor allen Dingen, wenn er so gut ist. Und dann das Match. Ich bin auch froh, dass es 11 Minuten ging. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Gab es nicht sogar nach diesem Match noch den Heel-Turn von Bobby Roode, in dem er Aleister Black und Ricochet attackiert hat? War das ja, das hat er aber schon mal gemacht. Also ich glaube, danach kann man nicht gehen. Vor allen Dingen, was hat das mit Heel-Turn zu tun, wenn er das Gegnerteam attackiert? Der Turn kommt erst noch. Ja, aber theoretisch ist er jetzt schon Heel und wird dann nur Chad Gable wieder abschussen. So vermute ich es. Naja, aber das Match war gut. Ich freue mich auf alles andere von Aleister Black und Ricochet. Wie es da weitergeht. Den Codebreaker kann er von mir aus öfter zeigen, wenn ich auch ab und zu den 630 sehen darf. Jo, so, jetzt hatte ich mich ja kurz schon eingemischt in die Kommentare vom Malu. Meiner Meinung nach, Promos bzw. Backstage-Segmente vollkommen okay. Ich fand halt die kleine Stichelei gegen Kofi von Seth mega gut, dass man da auf dieses B-Plus-Player eingegangen ist, fand ich richtig gut. Und ja, Promo von Becky muss man nichts zu sagen. Von wegen, dass irgendwer wahrscheinlich sowieso Charlotte Flair irgendeinen Titel wieder schenken wird, damit sie einen Titel besitzt und die McMahons fühlen sich ja verpflichtet, irgendwie den Flairs irgendwas in den Arsch zu schieben, auf gut Deutsch gesagt. Mega gut. Und ja, das Match war schön anzusehen. Von der Paarung her geht's mir aber inzwischen Keks. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat aber nichts mit der In-Ring-Leistung zu tun. Aber das hatten wir in den letzten Wochen für mich einfach zu oft. Ja, ich bin echt gespannt, wen sie als nächstes vor die Füße gelegt bekommen hier bei Raw. Oder ob sie dann nächste Woche beim Shaker bei SmackDown sind. Die müssen uns überraschen lassen. Die WWE hat uns sowieso ein bisschen verwirrt mit dem, was den Shaker betrifft. Von daher echt gespannt sein. Dann kommen wir schon zum nächsten Backstage-Segment, wo Elias darüber gesprochen hat, dass John Cena ihn bei seiner großen Performance bei WrestleMania mit seinem Rap unterbrochen hat. Und er meinte, dass das kein Talent ist, weil er es im Schlaf hinbekommen würde. Und dann meinte er noch und hat die anderen Wrestler davor gewarnt, dass sie ihn besser nicht unterbrechen sollten. Und dann wurde noch was eingespielt, was auf ein Comeback hindeuten würde von Bray Wyatt mit der vom Rauch umhüllten Box, wo er plötzlich eine Handpuppe aus der Box zum Vorschein kam und hysterisch angefangen hat zu lachen. Also das fand ich ja mega lustig. Ich bin echt gespannt, mit welchem Gimmick wir Bray Wyatt wiedersehen werden. Und ob da vielleicht Sister Abigail auch eine Rolle mit drin spielt, ich keine Ahnung. Ich bin gespannt. Und dann sollte es zum letzten Match für Dean Ambrose kommen in der WWE gegen Bobby Lashley. Aber dazu kam es nicht, denn Bobby Lashley hatte gesagt, er soll sich keine Sorgen drum er soll sich keine Sorgen machen um seine Frau, denn er kümmert sich um seine Frau, solange er weg ist. Und das hat ein bisschen Dean Ambrose wütend gemacht und dann kam es zu einem Brawl zwischen den beiden. Wir haben ja schon vermutet, dass sich da die WWE wieder selbst gespoilert hat und Dean Ambrose überhaupt nicht geht, sondern dadurch jetzt da bleibt. Ich vermute es trotzdem noch, dass er jetzt erstmal eine Zeit lang verschwunden ist und irgendwann wiederkommt, so mit dem, wo keiner rechnet. In einem weiteren Backstage-Segment war Mojo Rawley wieder mal vor einem Spiegel gesessen. Diesmal hat er auch eine Gesichtsbemalung gehabt, die ausgesehen hat wie Risse um sein Auge. Der Spiegel war mittlerweile auch zerbrochen. Also er ist auch nicht so glücklich darüber, dass er nicht auf der Karte stand bei WrestleMania. Ich bin echt gespannt, ob der mit dem Gimmick von Bray Wyatt was zu tun hat oder was sie mit dem noch vorhaben. Und dann kam ein Comeback, ein langersehntes Comeback mit großen Reaktionen von den Fans empfangen. Sami Zayn ist wieder da, nach WrestleMania, wenn er schon das größte Event des Jahres verpasst hat. Sein Terminplan war auch völlig frei. Deswegen spricht auch nichts gegen ein Match heute Abend. Und er spricht eine offene Herausforderung aus, die nach einiger Zeit von Finn Balor angenommen wurde.
Finn Balor hat nur eins obendrauf gesetzt. Er hat seinen Intercontinental-Titel aufs Spiel gesetzt. Finn Balor gewann dieses Match nach dem Coup de Grâce nach 12 Minuten. Ich muss sagen, es war ein mega starkes Match von beiden. Die Hose von Sami Zayn gefällt mir. Auch ein bisschen das neue Aussehen. So Sami Zayn ohne Haare, also mit kaum Haare auf dem Kopf. Nach dem Match blieb noch Sami Zayn im Ring zurück und dann meinte er, er hat die Fans überhaupt nicht vermisst. Am Anfang noch so getan, als ob er hier der neue Face ist, noch richtig mit den Fans. Ja, ich bin wieder da und so weiter. Und dann am Ende, ihr geht mir am Arsch vorbei. Fand ich schon richtig stark gemacht von Sami Zayn, also muss man schon sagen. Was meint ihr denn dazu? Ziemlich viel, worauf man jetzt ja eingehen muss. Ich fange mal bei Elias an. Ich würde sagen, das ist so momentan eher so das Standardding von Elias, was mir auf lange Zeit auch ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven geht, wenn er irgendwie nur im Backstage-Bereich steht und kaum noch Matches zeigt, sondern nur an seiner Gitarre hockt und was weiß ich. Also ich habe da keinen Spaß mehr dran, den irgendwie noch zu sehen. Die Sache mit, ich sag mal, dieser Puppe ist auf jeden Fall interessant, gerade weil das so ein bisschen klar mit Bray Wyatt zusammenhängt und wie es dann da weitergeht. Wenn es allerdings Bray Wyatt ist, frage ich mich auch, wie viele Gimmickwechsel er denn noch haben soll, denn er hatte schon damals mit Matt Hardy einen Gimmickwechsel, jetzt schon wieder eins. Das ist so ein Ding, ich glaube, die WWE weiß nicht, in welche Richtung die mit ihm gehen soll, was so ein bisschen schade ist, weil Bray Wyatt hat, denke ich, sein altes Gimmick ziemlich gut ausspielen können. Deswegen bin ich gespannt, wie er es jetzt mit seinem neuen Gimmick machen kann. Bobby Lashley und Dean Ambrose fand ich so ein bisschen irgendwie zusammengeschustert, weil die beiden hatten zuvor nie irgendwie wirklich was zu tun und jetzt so auf einmal Dean Ambrose gegen Bobby Lashley, dass das Match schon am Ende nicht zustande gekommen ist, war dann, denke ich, auch so die beste Sache an dem ganzen Segment, sage ich jetzt mal. Und ja, den Satz von Lashley, er kümmert sich um seine Frau, ist auch für mich ein Indiz, dass er irgendwann unerwartet wieder zurückkommt und dann auf Lashley losgeht. Hoffe ich zumindest. Und ja, bei Mojo Rawley brauche ich nicht unbedingt, auch wenn ich echt gespannt bin, wenn das mit was mit Bray Wyatt zu tun hat, wie sie das machen werden. Aber im Grunde genommen brauche ich ihn nicht. Und Sami Zayn war echt eine schöne Sache, ihn wieder im Ring zu sehen, auch endlich mal wieder am Mike zu sehen, nach, glaube ich, 10 Monaten jetzt. Da merkt man einfach wieder, wie man ihn einfach nur vermisst hat. Und er hat auch direkt in seinem Comeback-Match ein ziemlich starkes Match hingelegt mit Finn Balor. War echt schön anzusehen und jetzt bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht, in welche Richtung er geht. Als Heel gefällt er mir jetzt nicht so. Gerade ohne Kevin Owens an seiner Seite muss man abwarten. Ich muss auch sagen, dass mit Elias, bin gespannt, wie es da weitergeht. Und dann mit der Puppe da, ob das was mit Bray Wyatt überhaupt zu tun hat. Wir werden es alle erfahren. Und dann, ja, dieses Lashley und Ambrose. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß noch nicht, bleibt Ambrose jetzt? Ist er wirklich weg? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, es ist mir auch relativ egal. Ich mag den Ambrose, aber mir ist egal, ob ich ihn weiter bei WWE sehen werde oder ob ich ihn dann vielleicht irgendwann bei AEW oder so sehen werde. Das ist mir auch egal. Hauptsache, ich werde ihn irgendwo sehen. Von daher, ja, und dann das Return von Sami Zayn kam für mich ziemlich unerwartet. Das Match war in Ordnung gegen Finn Balor. Muss ich sagen, Finn Balor wieder mal mit einer starken Performance. Gewinnt dann hier und dann das, was mir gar nicht gefallen hat, dass Sami Zayn jetzt wieder als Heel da ist. Gefällt mir gar nicht, da ich mit ihm als Face viel anfangen kann, aber als Heel überhaupt nichts. Ja, finde ich ein bisschen schade. Also Thema Elias, glaube ich, alles drüber gesagt. Können wir von meiner Seite überspringen, weil ist fertig. Bobby Lashley und Dean Ambrose, bin ich ganz bei Luki, wirkte wirklich wie hingekackt und hingeschissen, auf gut Deutsch gesagt. Aber durch das Ende vertretbar und facht natürlich weiter Diskussionen an, ob er jetzt bleibt oder nicht. Von mir aus darf er gerne bleiben, ich würde mich freuen. Und ja, Sami Zayn, fangen wir mal vorne an. Erstens, Malu, ich verstehe dein Problem nicht, weil er ist schon als Heel gegangen. Warum sollte er dann nicht als Heel auch wiederkommen? Ich hätte es einfach gefeiert, wenn er jetzt als Face wiedergekommen wäre, da ich mit ihm generell als Heel null anfangen kann. Seine Zeit da mit Kevin Owens zusammen als Heel fand ich schrecklich. Und jetzt, ich habe einfach keine Lust drauf, den als Heel zu sehen. Zweitens, ich fand seine Promo sau stark, weil man am Anfang ja überhaupt nicht wusste, na, vielleicht kommt er ja doch als Face wieder und dann haut er einfach so ein Ding da raus. Ich fand's richtig, richtig gut gemacht. Deswegen musste ich mir auch gerade während dem Plädoyer von Luki ein bisschen das Schmunzeln verkneifen, als er sagte, dass man richtig gemerkt hat, dass man ihn vermisst hat, weil genau dieses Wort hat Sammy in seiner Promo selber benutzt, als er sagte, mir ist in der Abwesenheit einiges klar geworden und in der Zeit, wo ich jetzt die paar Stunden wieder hier bin,
ihr habt mich ganz schön vermisst. Und seine Antwort darauf war dann einfach nur, ich euch aber nicht. Mega gut. Und ganz kurz auf Bray Wyatt, da muss ich Luki ein bisschen widersprechen, weil für mich war das mit Matt Hardy kein Gimmickwechsel. Das war einfach nur zwei völlig bekloppte Gimmicks zusammenschustern, weil einfach die Deleters of Worlds, das war ja immer ein Stück trotzdem von beidem. Sie haben ja sogar die Follow the Bastard-Pose immer noch weitergemacht. Also ich finde, das war kein Gimmickwechsel. Und ich habe ja so meine Theorie über diese ganze Geschichte mit dieser Dinosaurierpuppe. Bray Wyatt kommt jetzt als der bekloppte Puppenspieler zurück. Irgendwann erzählt er uns dann, in seiner Puppe steckt die Seele von Sister Abigail. Ich wäre da voll dabei. Oder was mir gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, dass das mit der Puppe alles nur ja Spielerei ist und wir was viel Größeres noch zu sehen kriegen. Und das dann eben in Verbindung mit Mojo Rawley, keine Ahnung, müssen wir abwarten. Ich bin auch noch gespannt, was mit Dean Ambrose da weiter passiert. Wenn sie es jetzt gut machen, bauen sie irgendwie noch seine Frau Renee Young damit ein, laut Bobby Lashley. Also bin echt gespannt. Ich vielleicht. Meine Vermutung ist es wirklich, dass der jetzt erstmal weg ist und dann wiederkommt. Und mit dem Sami Zayn habe ich auch erst recht nicht gerechnet, da er die Woche drauf in seiner Heimatstadt gewesen wäre. Da wäre das Comeback vielleicht noch besser angekommen, aber es kam jetzt auch schon wesentlich gut an, also man muss schon sagen. War auch erst dabei, ist da jetzt ein Face? Und danach kam ja dann, nur ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, so sagen. Gut, und dann gab es noch ein Backstage-Segment mit Dana Brooke, die Becky Lynch zu ihrem Titel gratuliert hat und angesichts der Aktion von Lacey Evans meinte, dass eine Menge Herausforderungen bereitstehen. Sie selbst steht zwar nicht an der Spitze der Warteschlange, aber sollte sie mal dran sein und ihre Chance erhalten, werdet sie sie auch nutzen. Dann war auch schon Elias im Regen. Der wollte dann von den Fans, wollte den Fans beweisen, dass es keine große Anstrengung braucht, um zu rappen. In seinem Vers gibt er unter anderem Cena verbal den Mittelfinger und er endet dann noch seinen Satz damit, der ihn als nächstes unterbricht, sei ein Deadman. Luki meinte schon, es wäre viel zu einfach, mit Deadman den Undertaker zu meinen. Aber das war dann das Stichwort für den Deadman schlechthin und der Gong des Undertakers ertönt und der Undertaker kam zum Regen. Man hat ordentlich gesehen, dass er einiges an Kilo verloren hat. Neue Frisur, dann ein fetter Big Boot an Elias, Chokeslam und Tombstone hinterher. Mit Pinfall, wo die Crowd dann noch den imaginären Pin gezählt hat, womit das Segment dann geendet hat. Also denk mal, das ist ein guter Aufbau, wenn man das Match für Saudi-Arabien plant. Ich bin gespannt. Man hat echt gesehen, der Undertaker hat Bock. Dann kam es auch zum Main Event schon. Winner takes all WWE und Universal Championship Match. Es gewann Kofi Kingston nach DQ, nachdem Sheamus und Cesaro ihn attackiert hatten. Matchzeit 7 Minuten 42. Ein ordentliches Match. Man hat aber wahrscheinlich echt schon gesehen, Rollins würde dieses Match gewinnen, deswegen kam dann die Attacke von Sheamus und Cesaro. Ich muss mal entschuldigen, das war noch nicht das Main Event, es kam danach noch eins, in dem sich nämlich Seth Rollins und Kofi Kingston gegen The Bar zusammengetan haben, wo sie dann auch gewonnen haben, nach 9 Minuten nach dem Curbstorm. Auch hier wieder ein ordentliches Match. Während des Matches brach die Crowd noch mit Bullshit, AEW, The Elite, CM Punk und die Legends aus. Ich weiß nicht, was denn dort hatte, keine Ahnung. Warum AEW, CM Punk, kann man verstehen, irgendwie wollen sie. CM Punk scheinbar irgendwie anteasern, keine Ahnung. Das ging ja auch schon bei SmackDown weiter mit dem CM Punk, Best in the World und so weiter. Das Match, das Tag Team Match war jetzt auch nicht schlecht. Mit den richtigen Siegern am Ende, würde ich sagen. Eure Plädoyers, bitte. Okay, ich darf. Luke hier hatte sich auch entmutet. Fangen wir vorne an. Dana Brooke bringt sich für mich mit dieser Promo einfach nur ins Titelgeschehen, beziehungsweise mal wieder als Thema mit rein. Und ich denke auch, dass jetzt Push für sie ansteht, denn sonst braucht man sie demnächst gar nicht mehr. Das ganz kurz dazu. Dann dieses Elias und Undertaker-Segment. Ich möchte gerade aufgrund dessen, was ich im Nachhinein erfahren habe, ein bisschen kotzen. Ich fand die Idee saustark. Man baut jetzt dieses Saudi-Arabien-Segment auf, alles prima. Aber wenn ich dann höre, dass die Idee, die man mit John Cena gemacht hat und seinem Gimmickwechsel bei WrestleMania im Original die Idee des Undertakers war, der vor WrestleMania zu Vince gegangen ist und gesagt hat, hier hör mal, was hältst du davon? Ich mache bei WrestleMania ein Match gegen irgendwen. Aber in meinem alten American Badass Gimmick
und dann verbuckt man das mit John Cena, da kriege ich einen Anfall. Weil wenn ich als Fan die Wahl habe, den Undertaker bei WrestleMania oder John Cena bei WrestleMania, dann gewinnt für mich persönlich immer der Undertaker. Gut, jetzt verschiebt man den Auftritt des Undertakers in die Show nach WrestleMania. Er war anwesend, man baut Saudi-Arabien auf, alles gut. So, das dazu. Dann diese, nennen wir es mal, anderthalb Matches. Ja, es gab dieses Winner-Takes-All-Match und The Bar greifen ein, um einfach ihren Main-Titel zu schützen. Kann ich nachvollziehen. Irgendwo, ich fand es auch gut, dass man es so unterbrochen hat, denn anders hätte man sich wieder total verbuckt, aber so war es okay. Und man hat einfach dann auch, um die Zuschauer für den Shake-Up noch mehr zu verwirren, dieses Match angesetzt. Titelträger gegen The Bar war in Ordnung. Die Gewinner auch in Ordnung. Roth war für mich, ganz grob gesagt, echt gut. Ansonsten und weiter. Ja, ich halte mich ziemlich kurz, sage ich mal, gerade bei Dana Brooke, weil so wirklich im Titelgeschehen brauche ich sie nicht. Hängt auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht so begeistert davon bin, sie irgendwie im Ring zu sehen. Und ich weiß noch nicht, warum sie jetzt einen Push erhält, denn ganz im Ernst, ich glaube, da gibt es genug andere Frauen im Roster, die das mehr verdient hätten als sie. So mal kurz dazu. Das mit dem Undertaker fand ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht, gerade mit Elias. Bei Elias bin ich halt, wie gesagt, zwiegespalten, denn mittlerweile geht mir das nur noch auf den Sack, dass er nur noch im Ring sitzt und irgendwie mit seiner Gitarre rumspielt. Und auch mit der Sache, da muss man so sagen, ich saß da wirklich da und habe so gedacht, okay, also der hat mir gesagt, so habe ich ernsthaft so gesagt, Undertaker, aber mir dann direkt danach gedacht, nee, das wäre jetzt viel zu einfach und viel zu offensichtlich und dann kommt da einfach der Undertaker raus. War eine schöne Sache und wie auch Michi schon gesagt hat, Undertaker ist verdammt in Shape, hat sich, wie man da auch sieht, schon ordentlich auf ein Match vorbereitet. Deswegen bin ich da auch gespannt, wie man das dann bei dem Saudi-Arabien-Event macht. Das mit der Sache, was Daniel gerade angesprochen hat mit John Cena und Undertaker, gehe ich mal vorsichtig an, weil man weiß auch nicht, wie viel jetzt an der Sache stimmt. Da bin ich generell so einer, der sagt, ja, Gerüchte im Internet glaube ich nicht direkt. Aber wenn das so ist, wäre das schon eine richtige Frechheit. Da stimme ich dann Daniel zu. Und die zwei Matches mit Kofi Kingston, Rollins und The Bar waren beide relativ in Ordnung. Gerade das erste Match fand ich auch ziemlich in Ordnung, hat sich aber irgendwie ziemlich kurz angefühlt und nicht wie 7 Minuten 42. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so ging. Und das zweite Match habe ich dann nicht gebraucht. Und diese Chants sind dann mit All Elite, die ließen dann nur für mich so dann halt damit zu begründen, wenn die WWE Bullshit bookt, dann chanten sie einfach auch Bullshit in der Crowd. Mehr ist das nicht. Deswegen eigentlich relativ in Ordnung. Wie man das mit The Bar weiterzieht, bin ich auch gespannt. Aber ansonsten war es für mich eine relativ ordentliche Raw-Ausgabe. Das kann ich von SmackDown aber nicht mehr dann sagen. Ja, sorry für das Ja. Wie beginne ich mal? Dana Brooke brauche ich nicht. Schon gar nicht, wenn sie einen Push erhält. Also ich finde sie nicht schlecht, aber ich stimme dir zu, Luki, dass mehrere Damen es mehr verdient haben wie Dana Brooke. Dann das Elias-Segment fand ich stark, war gut gemacht. Und dann kam der Undertaker. Zuerst habe ich gedacht, oh, er sieht ganz schön alt aus, aber Es sieht wirklich so aus, als wenn er sich nochmal richtig in Shape gebracht hätte. Also Mann oh Mann. Und wie er sich dann auch da bewegt hat, mit dem Big Boot und so, sieht so aus, als wenn er es nochmal wissen will. Und ich kann mir vorstellen, dass das Match, was er ja wahrscheinlich bei dem Pay-Per-View oder bei dieser Show in Saudi-Arabien bekommen wird, dass das vielleicht sein bestes Match seit Jahren wird. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann das Kofi Kingston, Seth Rollins hat gut begonnen. Dann kam The Bar. Ja, wie Dennis gesagt hat, man hat sich aus einer Zwickmühle herausmanövriert. Du konntest das anders nicht machen, aber so war es eigentlich verständlich, dass die Zuschauer Bullshit gerufen haben. Denn so hast du dann wieder etwas gebracht. Nee, ich brauchte es nicht, dass The Bar dann kam und dass dann dieses Match noch war. Naja, so ist es. Alles in allem fand ich die Raw-Ausgabe in Ordnung. Wieder mal, wie die ganzen letzten Wochen, eine relativ gute Raw-Ausgabe. Aber für Raw After Mania war es für mich zu wenig. Ich möchte ganz kurz noch anmerken. Also, erstens, natürlich hat man sich mit The Bar da so ein bisschen aus einer Misere wieder rausgebuckt, aber so unpassend war es halt gar nicht, weil jetzt halt nächste Woche der Shake-Up ansteht. Das mal grundsätzlich. Und ich denke, Michi, für dich zur Erklärung, dieses mit dem AEW, mit den AEW-Chants, alles, was mit AEW zu tun hat, im Rahmen der WWE, ist im Moment einfach nur ein Shoot.
Du siehst das gerade wieder ganz aktuell auch bei den Wrestlern selbst, denn eine Sascha Heulsuse Banks hat es gerade auch erst wieder gemacht, hat auf Twitter der WWE entfolgt, ist aber im gleichen Atemzug AEW gefolgt, so nach dem Motto, guck mal, ich brauche euch nicht, es gibt jetzt eine Alternative. Das ist einfach nur Shooten gegen die WWE. Dann würde ich sagen, gehen wir zu SmackDown, das jede Menge Chaos hatte, muss man sagen. SmackDown hat angefangen mit der Titelfeier von Kofi Kingston und einen Rückblick auf das WrestleMania-Match, wo das Publikum Kingston mit viel Beifall empfangen hat. Big E hat noch seinen Freund overgebracht, indem er ihn als A-Plus-Player bezeichnet hat, was die Crowd gleich für einen Chant aufgenommen hat. Dann hat Big E noch gesagt, dass sie bei Raw Geschichte schreiben wollten, wo dann Suffisant Woods Big E auf seinen Spagat anspielen wollte oder gefragt hat. Den hatten wir dann auch im Laufe der Feier noch gesehen. Irgendwas gab es dann auch noch, wo Woods irgendwas mit Brock Lesnar gemacht hat. Keine Ahnung, so war richtig lustig irgendwie. Woods hat dann noch über seine eigene Karriere bei der WWE geblickt, wo er auf Kofi Kingston geblickt hat und er Kingston das erste Mal getroffen hat, wo er sich wie einen persönlichen Held angefühlt hat, den Kingston zu treffen. Er hat seinen Freund nochmal gratuliert, woraufhin Kingston meinte, dass es nie im Skript vorgesehen war, dass er WWE-Champion wird. Währenddessen ertönte, dass sie ihm von The Bar die Kingston das Wort abschneiden. Die meinten, dass Kofi nur noch WWE-Champion ist, da sie gestern bei Raw eingegriffen hatten, weil sonst wäre er es nie geworden. Und dann haben sie noch gesagt, sie fordern nur zu einem 6-Mann-Tag-Team jetzt heraus. Big E hat das Ganze stellvertretend für The New Day angenommen, weist aber darauf hin, dass noch ein Partner fehlt, aber Sheamus und Cesaro dann verkündet haben, dass sie gestern bei Raw einen neuen Freund hinzugewonnen hätten und bitten diesen heraus. Und dieser Freund ist Drew McIntyre, der dann die Rampe runtergeht und sich zu The Bar begibt. Während die Mitglieder des New Day die Heels dazu auffordern, den Ring zu betreten, ziehen sich diese aber zurück. Und dann kam es zu einem 6-Mann-Tag-Team-Match. Ja, irgendwie nur Tag-Team-Matches hier. Also Teddy Long, Booking und Mas, Aleister Black, Ricochet und Ali gegen Nakamura, Rusev Day und Andrade. Aleister Black, Ricochet und Ali gewann das nach 13 Minuten nach dem 450 Splash von Ali an Andrade. Dann brach das erste Mal schon Chaos aus. Randy Orton verpasste Ali hinterrücks ein AKO. Dann wollte sich Randy Orton wieder auf dem Weg nach Backstage machen. Da auf dem Weg dorthin tauchte ein Kevin Owens auf im Ring und verpasste Rusev dann einen Stunner. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hatte, keine Ahnung. Backstage interviewte dann noch Kyle Braxton die Usos. Die haben Kofi Kingston zuerst zum Titelgewinn gratuliert, kommen dann auf ihr heutiges Match gegen die Hardys zu sprechen, wo sie der Meinung sind, dass sie die Hardys besiegen müssen, um ihren Ruf gerecht zu werden. Dann waren noch Artus und Carmella im Ring. Während Artus auf den WrestleMania-Erfolg von Becky Lynch hinweist, feiert Carmella den Titelgewinn von Kings. Anschließend meinte Truth noch, dass Carmella bei WrestleMania Andre the Giant in der Battle Royale eliminiert habe. Carmella hatte daraufhin versucht zu korrigieren, aber Artus war dabei noch mehr verwirrt. Also sowieso schon war. Carmella ruft den Fans in Erinnerung, dass sie im vergangenen Jahr ihren Money in the Bank Koffer eingelöst und die Women's Championship gewonnen hat. Den Titel hat sie zwar verloren, aber mit Artus einen Freund gewonnen. Artus hat ihr dabei geholfen, wieder Spaß zu haben. Während Truth ganz verlegen reinschaut, verspricht Carmella, dass der Sieg in der Battle Royale nur der Anfang gewesen sei. Daraufhin kam dann Samoa Joe raus, der offenbar genug gehört hat. Es brach ein Brawl zwischen Joe und Truth aus, bei dem Truth kurzzeitig die Oberhand hatte, aber Samoa Joe mit einem Coquina-Klatsch konterte und Artus damit ausgeschaltet hat. Anschließend prahlte er noch, dass er Rey Mysterio in Rekordzeit besiegt hat, unter einer Minute, aber mein lieber Freund, das war genau eine Minute. Er verspricht, dass er jeden anderen Superstar ebenfalls besiegen wird. Das war dann das Stichwort für Braun Strowman, der nun seinerseits zum Ring läuft. Nach einem kurzen Brawl hat Strowman Joe einen Powerslam-Ansatz, aber Joe konnte sich daraus befreien und flüchten.
Das war jetzt alles viel auf einmal. Eure Meinung bitte. Ich halte mich heute, was Matter angeht, ziemlich kurz, weil ich war nicht wirklich begeistert davon. Was Michi vielleicht noch nicht angesprochen hat, es gab vor SmackDown ein Dark Match, ein Harper und EC3. Das hat man halt leider nicht gesehen. Finde ich schade, dass EC3 das verloren hat. Mehr muss ich das jetzt auch nicht sagen. Das Segment von New Day war ziemlich stark. War auch ziemlich lustig, gerade auch mit dem Spagat wieder von Big E, wieder schön anzusehen. Das Six-Man Tag Team Match war auch ziemlich stark. Auch 13 Minuten, also ich glaube, WWE gibt jetzt endlich mal Ricochet und Aleister Black Matchzeit, was auch echt schön ist. Und dieses Mal hat man mal nicht den Finish von Ricochet oder Black gesehen, sondern diesmal von Ali nach dem 450 Splash. Ansonsten halt, wie gesagt, ein ziemlich starkes Match, auch wenn Naka Rusev Day drin war. Naja, ist halt so. Das danach habe ich auch relativ gar nicht verstanden, warum jetzt Randy Orton rauskommt und wenn Ali eingreift und Kevin Owens Rusev angreift. Für mich ist das jetzt nur irgendwie der Anfang von zwei neuen Fäden, Owens und Rusev und Ali und Randy Orton, was ich irgendwie gar nicht brauchen würde. Das Interview mit den Usos war auch relativ ordentlich. Die beiden können was am Mike, das beweisen sie auf jede Woche aufs Neue und hat für mich auch Bock auf das Titelmatch gemacht, was auch das einzige Match war, was mich bei SmackDown wirklich interessiert hat. Und das R2-Segment war auch ziemlich stark, natürlich wieder in der alten R2-Manier, der natürlich wieder total verplant ist, wie man es nicht anders kennt. Dass Carmella die Battle Royale gewonnen hat, verstehe ich bis heute nicht, werde ich auch nie verstehen und ich hoffe, das geht auch nicht weiter, dass sie jetzt irgendwie noch einen Titel gewinnt oder so, brauche ich nicht. Das mit Samoa Joe haben auch die Kommentatoren angesprochen, dass es irgendwie 55 Sekunden waren, also müssen die unter eine Minute ja stimmen, sonst hat die WWE wahrscheinlich hier sich verzählt, was weiß ich, ist aber auch egal. Was Joe gesagt hat, war aussagekräftig. Das mit Braun Strowman danach kann ich auch nur damit erklären, dass der Superstar Shake-Up ansteht und ein Braun Strowman zu SmackDown kommt, beziehungsweise vielleicht sogar Samoa Joe zurück zu Raw und die beiden dann um den Titel fäden. Und ja, ansonsten auch ein verdammt starkes Segment, aber das war dann auch, danach wurde dann alles kacke, deswegen. Also ich entschuldige mich schon mal grundsätzlich dafür, dass unser Teil von SmackDown wirklich zu einem, ja, wir labern uns den Mund fusselig Segment wird. SmackDown gibt diese Woche einfach unfassbar wenig her von Matches. Du hattest, glaube ich, 3 Stück und das waren alles 3 Tag-Team-Matches. Und ich denke mir so, what the fuck? So, jetzt aber zu dem, was Michi gesagt hat. Holy, war das viel. Und ich bin ganz ehrlich, für mich war das Beste tatsächlich R-Truth, weil er einfach so hart und so gut in seiner Rolle geblieben ist. Wir haben das tatsächlich live geguckt diesmal mit allen anderen zusammen und Evo sagte schon irgendwann, dass die machen das, dass man so wenig Matches hat, einfach um möglichst viele in diese Sendung reinzukriegen. Und ich habe irgendwann nicht mehr durchgeblickt, wer da jetzt überall plötzlich da reinkam. Und als dann aber wenigstens R-Truth kam und man hatte mal so 1,5 Minuten von dem, was man kannte, nämlich einen völlig durchgeknallten R-Truth, der eigentlich nur gerade ausdenken kann, wenn Carmella daneben steht. Das war so ein bisschen beruhigend. Also von daher, yay. Das Ding mit Kevin Owens und Randy Orton. Ich behaupte ja, da entsteht sogar eine Fehde zwischen Kevin Owens und Randy Orton, weil man jetzt einfach darauf geht nach dem Motto, wer zeigt den überraschenderen Move, so nach dem Motto. Weil das wäre eine Fehde, damit könnte ich mich noch anfreunden. Aber so ein Randy Orton gegen Ali, nein, muss nicht sein. Nicht wirklich. Und zu dem Rest möchte ich nichts sagen, ich bin da raus. Was man ja auch sagen muss, Samoa Joe war nicht der Schnellste, wo einen Superstar abgefertigt hat. Es gab schon schnellere Siege, also von daher stimmt das ja auch nicht ganz, was er gesagt hat, dass er in Rekordzeit Rey Mysterio besiegt hat. Das ist auch einfach nur so ein Spruch, dass man sagt, ja, ich habe den in Rekordzeit abgefertigt. Aber das ist auch einfach nur so ein Spruch, den hat man da aufgegriffen. Naja, darf man nicht so viel reininterpretieren. Zu dem ersten Segment sag ich einfach nur super, war ganz witzig. Das Match war ziemlich gut. Am Ende Randy Orton mal wieder aus dem Nichts, dann kam Kevin Owens aus dem Nichts, das fand ich gut. Und zu den anderen Sachen möchte ich sagen. R-Truth kennt man so, ich find's leider schade, dass er wie eine Witzfigur dargestellt wird, von daher. Dann gibt es wieder dieses Segment mit der rauchumhüllten Box, mit dem hysterischen Lachen dieser Handpuppe. Währenddessen waren dann die Iconics von im Ring, brechen über ihr Titelgewinn bei WrestleMania, meinen, im Gegensatz zu den anderen Champions würden sie auch den Titel wirklich gegen jeden Gegner verteidigen, woraufhin sie ihre heutigen Gegnerin Carissa und Christine, die Brooklyn Bells, angekündigt haben, wonach Billy Kay und Peyton Royce behaupten würden, dass das das beste lokale Team sei und einen ungeschlagenen Rekord von 54-0 besäßen.
Die Iconics gewannen dieses Match. Was eine Überraschung gegen diese Brooklyn Bells, lokales Team, Talent nach Pin, 3 Minuten Matchzeit. Backstage hat man dann noch eine Paige gesehen, die das Match über den Monitor gesehen hatte. Paige zeigte sich wenig beeindruckt über die Iconics und machte sich noch lustig drüber und meinte, diese Woche haben sie die Gegner ausgesucht, in der nächsten Woche bringt sie ein neues Tag Team zu SmackDown und werden gegen die Iconics um den Titel antreten. Bin echt schon gespannt, wer die Teams sind. Malu meint, Kairi Sane und Io Shirai. Vielleicht ist es auch ein komplett anderes Team, womit wir überhaupt nicht rechnen. Vielleicht sind es die anderen zwei von Shayna Baszler, aber das glaube ich weniger. Weil was sollen die schon im Main-Roster? Die sind, glaube ich, bei NXT besser aufgehoben, zumal die eine zu einem Spirit Error kommen soll und die andere den Singles-Pusher halten soll bei NXT. Dann hat sich Shane McMahon noch auf den Weg zum Ring gemacht, wo bereits seine World Cup Trophäe aufgestellt ist. McMahon weist nochmal auf den kommenden Superstar Shake-Up an in der nächsten Woche. Dann spricht er noch über einige große WrestleMania-Momente. Shane behauptet, dass die Fans nur wegen sein Match die letzte WrestleMania verfolgt hätten. Er öffnet den Fans, dass Miss auch nicht anwesend sei, da er sich um seinen Vater kümmern müsse. McMahon kommt dann auf Mr. Miss, um dessen Auftritt bei WrestleMania zu sprechen. Durch den Schlag von Mr. Miss hat er ein blaues Auge erlitten. Also da habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet, ob das wirklich dadurch entstanden sein soll. Ich glaube das nicht so wirklich. Darüber hat er Miss Senior attackiert und dessen Sohn besiegt. Er bezeichnet sich immer noch selber als Best in the World, was die Fans mit CM Punk Chants beantworten. McMahon hat dann den Ringsprecher Greg Hammond in den Ring gerufen und fragt, warum er ihn nicht so authentisch wie bei WrestleMania angekündigt hat. Dann hat er das immer wieder gemacht. Miss hat ihn daraufhin immer wieder an der Krawatte gezogen, weil sie nicht schön genug war. Dann sind sie bis zur Rampe hochgelaufen, bis er endlich mal zufrieden war mit der Ansage von Greg Hamilton. Ja, was meint ihr denn dazu? Ich vermute vielleicht, dass sie irgendwie schon auf CM Punk hinweisen, dass der vielleicht doch irgendwie wieder an nächste Woche beim Shake-Up auftaucht. Keine Ahnung. Zu den Iconics sage ich nicht wirklich viel. Das Match war jetzt 3 Minuten. Brauchen wir nicht viel sagen. Das mit dem 54-0 ist totaler Bruch. Ich glaube, das sollte jedem bekannt sein. Interessant an der ganzen Sache fand ich allerdings das mit Paige, denn hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Man hätte hier Absolution. Die kennt man aber schon. Aber man hat auch, wie Michi schon gemeint hat, Kairi Sane und Io Shirai, die für mich am meisten Sinn machen würden. Und deswegen bin ich da gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe natürlich auf Kairi Sane und Io Shirai. Nur wenn die kommen, dann müssen sie eigentlich auch den Titel gewinnen. Was dann für mich wiederum schade wäre, weil die Iconics könnten auch gerne länger den Titel tragen. Außer von Promos sind die jetzt nicht gerade kacke. Zu Shane McMahon kann ich nicht viel sagen, bin währenddessen eingepennt, deswegen lasse ich da jemand anderen. Ja, Iconic. Das Beste an dem ganzen Segment war das Ende, weil dann war es vorbei. Und ja, die Theorie mit Kairi Sane und Io Shirai verdichtet sich ja so ein bisschen, denn man weiß inzwischen, dass Kairi Sane nächste Woche schon wieder ein Rückmatch um den NXT Women's Titel bekommt. Und da hängt aber dran, dass wenn sie nicht gewinnt, sie nie wieder eine Chance auf den Titel bekommt. Was für mich ein sehr, sehr starkes Zeichen ist dafür, dass wir sie beim Shake-Up sehen werden und dass sie dann oben bleiben. Von daher würde das Sinn machen. Und ich würde mich drauf freuen, weil ich mag sowohl Kairi Sane als auch Io Shirai. Von daher alles prima. Ja, und Shane und der komische Ansagevogel, der einem echt nur leid tun kann. Ja, machen sie es jetzt mit Absicht, dass sie wirklich das so oft bringen, dass man irgendwann den Blick auf CM Punk verliert und er ist doch wieder da, nachdem er ja sein zweites Match auch verloren hat bei der UFC. Oder ist es einfach nur ein Shoot gegen CM Punk, dass man es so oft macht, damit er sieht, hör mal, wir brauchen dich nicht. Das kann auch sein. Für mich kann dieses jetzt bald aufhören. Ich brauche es jetzt eigentlich nicht mehr. Also langsam brauche ich dafür meine Auflösung, weil wenn ich das jetzt noch 3 Wochen hören muss, schmeiße ich, glaube ich, irgendwann einfach das Handtuch und guck's nicht mehr, weil sonst bluten mir nämlich die Ohren. Ich habe wieder ziemlich wenig zu sagen. Wie generell bei dieser SmackDown-Show, wo ich auch sehr verwirrt war, immer viele Dinge
das Segment von den Iconics mit dem Dunn-Match, das fand ich gut gemacht. Und ansonsten bin ich sehr gespannt, wen dann Paige nächste Woche zu SmackDown bringt. Ja. Und wenn es Io Shirai und Kairi Sane sind, glaube ich auch nicht, dass irgendwie ein baldiger Heel-Turn von Io Shirai kommen wird gegen Kairi Sane. Ich bin echt gespannt. Also die SmackDown-Ausgabe war auch sehr chaotisch, muss man sagen. Da haben sie uns echt verwirrt mit dem Superstar-Shaker, was das betrifft. Daniel hat auch schon gesagt, durch die ganze viele Werbung, wir gucken das nie mehr live an. Das war ja furchtbar. War vielleicht 5 Minuten, 7 Minuten immer gelaufen. Dann kam schon die nächste Werbung. Das, oh mein Gott, wann, warum? Gut, dann kamen wir auch schon zum dritten Match. Wieder ein Tag Team Match. Die Hardy Boys gegen die Usos. Das gewannen die Hardy Boys nach Pin von Jeff an Jimmy nach der Swanton Bomb. Zuvor gab es noch den Twist of Fate von Matt, glaube ich. Matchzeit 11 Minuten, ja, war ein ordentliches Match. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die Hardy Boys gewinnen. Aber man kann es auch als Bestrafung ansehen mit den Usos, dass sie jetzt ihren Titel verloren haben. Wenn man es noch als Strafe sehen will, ich weiß es nicht, ob man es noch als Strafe betrachten kann. Man hätte es ihnen auch noch den Titel lassen können, nachdem sie den Vertrag unterschrieben haben. Naja, aber mit den Hardy Boys, denke ich mal, auch verdiente Sieger. Warum auch nicht? Hardy Boys, wir lieben die Hardys. Kann ruhig so weitergehen. Von mir aus können sie noch eine Zeit lang halten. Nach dem Match wollte dann Kyrie Braxton die neuen Champions interviewen. Jedoch ertönte das Team von langweilig Sullivan, wie wir ihn auch nennen. Der NXT-Aufsteiger betrat den Ring und fertigte die Hardy Boys ab. Matt musste noch diesen Diving Headbutt einstecken. Das wiederum würde gegen einen Wechsel von Braun Strowman zu SmackDown sprechen, da ja Lars Sullivan auch so aufgebaut werden soll wie ein Braun Strowman als Monster. Und zwei Monster in einer Show, na, da glaube ich nicht so dran. Dann kam eine Becky Lynch unter großen Reaktionen zum Ring, nachdem die Fans die Melodie mitgesungen haben, beglückwünscht Lynch sie zu ihren Engelsstimmen. Becky spricht auch da nochmal über ihren Erfolg bei WrestleMania und bezeichnet sich wie gestern bei Raw als Champ und Becky to Bell, was die Crowd auch zu dementsprechenden Trends veranlasst. Dann lässt sie noch auf das Video einspielen von der Attacke von Lacey Evans. Danach führt Becky erneut, dass sie nun zweifach riesige Zielscheibe auf ihrem Rücken trägt. Dann stolziert sie wieder mit dem Titel passierend auf die Rampe und wird hinterrücks diesmal von Lacey Evans attackiert. Diese betrachtet zufrieden die niedergeschlagene Lynch und stolziert wieder aus der Halle. Vor dem Main Event kam nochmal Sami Zayn in die Halle. Mit großem Jubel, während die Fans die Melodie mitgesungen haben, winkt Zayn ab. Und dann hat er noch verkündet, die Fans sei es ihm nicht wert, irgendwas zu sagen, und ist wieder gegangen. Eure Meinung zu den Match- und Segmenten? Das Hardy-Boy-Match fand ich ziemlich stark. Man hat gemerkt, dass beide eine ziemlich gute Chemie im Ring haben. Das mit dem Titelwechsel war für mich dann, ab dem ich wusste, dass Jeff Hardy und Matt Hardy die beiden herausfordern werden, schon klar. Denn warum sollten die Hardy Boys ein Titelmatch verlieren? Ich verstehe, habe ich nicht dran geglaubt. Die Matchzeit war auch hier ordentlich. Also man hatte diese Woche, das muss man der WWE lassen, in beiden Shows eine ordentliche Matchzeit, was die Matches angeht, bis auf Alexa Bliss und Bayley. Das mit Lars Sullivan kann ich mir dann nur so erklären, dass auch hier ein bisschen mit dem Shake-Up gespielt wird, was für mich dann auch nicht gegen einen Wechsel von Braun Strowman spricht, denn auch ein Lars Sullivan kann einfach am Ende bei Raw landen und ein Braun Strowman kann dann trotzdem zu SmackDown wechseln. Also da gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten. Ich brauche es nicht, dass Lars Sullivan jetzt so oft irgendwie jemanden angreift, aber wie gesagt, vielleicht hilft ihm das und vielleicht findet man ihn dann irgendwann noch interessanter. Wer weiß. Becky war wieder verdammt stark. Also Promos, man merkt wirklich von Woche zu Woche, dass sie immer besser darin wird. Und ich denke, bevor ich hier irgendwie immer wieder dasselbe sage, was Becky angeht, brauche ich da auch nicht viel zu sagen. Sie ist einfach fantastisch und ich denke, das spricht dann für sich. Sami Zayn, einfach klasse Heelwork. Mehr braucht man dann zu hören, muss ich sagen. So, Hardy Boys vs. Uso. Eins der besten Tag Teams heutzutage gegen eins der besten Tag Teams aller Zeiten, würde ich mal. Hatten eine super Chemie im Ring, war ein super Match. Matt Hardy gefällt mir von Woche zu Woche mehr, weil man wirklich merkt, wie sehr er wieder in Form ist. Jeff Hardy bringt auch immer noch seine Aktionen, bin ich wahrlich nichts gegen. Die gewinnen super, ich freue mich, ich mag sie beide sehr. Ja, dann Becky finde ich immer wieder super. Ihre Promos finde ich schon, seit sie ihren kleinen Heel-Turn quasi damals hatte und dann jetzt so zwischen Face und Heel ist, dieses ganze etwas
härtere Gimmick, was sie ja jetzt verkörpern und nicht mehr dieses Wade Fire und so. Seitdem finde ich ihre Promos richtig, richtig gut. Und zwar jedes Mal aufs Neue. Sie verkörpert es einfach super, es passt zu ihr. Ja, und bei den anderen Sachen bin ich gespannt, wer jetzt wo landet. Bleibt Braun bei Raw? Geht er doch zu SmackDown, wie es jetzt hier angeteased wurde? Und wo landet Lars Sullivan? Ja, keine Ahnung bei Lars Sullivan. Ich hoffe einfach nur, dass das ein kleiner Scherz ist und er doch nirgendwo ist. Das wäre für mich besser, aber es wird leider nicht passieren. Naja, egal. Tag Team Match. Juhu, hat man erst. Aber tatsächlich eins der besseren. Und dass die Hardy Boys gewinnen, aus zwei Gründen ziemlich logisch, weil nach dem Auftritt, den sie bei WrestleMania hatten, wieso sollten sie sich da schon wieder hinlegen? Von daher war das klar. Und was auch noch dafür spricht, was auch schon Ivo sagte, während wir es geguckt haben, und auch Yuki hat es schon mal angesprochen in den Vorbereitungen für den Podcast. Es kann natürlich auch einfach sein, dass man den Usos den Titel jetzt abgenommen hat, weil man sie jetzt zu Raw schickt mit dem Shake-Up. Wäre natürlich deswegen interessant, weil sie dann noch näher an Roman Reigns dran sind, mehr Zeit mit Familie verbringen, gerade nach den Geschehnissen rund um Roman Reigns, alles gut. Und man könnte ja auch behaupten, Roman Reigns hat einen Einfluss auf die Usos genommen, als die unzufrieden waren, man weiß es nicht. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die, wenn es einen Shake-Up gibt, demnächst bei Raw zu sehen sind. Und da sind wir bei meinem Thema. Ich stelle immer noch in den Raum, ob wir tatsächlich überhaupt sowas wie einen richtigen Shake-Up zu sehen kriegen. Denn diese ganzen Winner-Takes-All-Matches, die in der letzten Woche gelaufen sind und wo für nächste Woche auch schon wieder eins angekündigt und bestätigt ist, fühlt sich so ein bisschen an wie, wir schubsen doch wieder alles zusammen. Und bevor jetzt gleich wieder irgendeiner kommt, ja, aber dann macht ja der TV-Deal keinen Sinn. Doch, macht er. Weil wenn man alle zusammen hat, können alle zusammen bei Fox auftreten und haben alle was davon. Von daher, ich hoffe, wir kriegen einen Shake-Up. Ich lasse mich eines Besseren belehren und ich werde mir auch... Soll ich mal vielleicht noch was sagen, was dagegen sprechen könnte? Dass SmackDown nicht so viele Rating bekommen wird, Fox es dann verlangt, denn ich glaube nicht, dass 3 Millionen Zuschauer an einem Abend daran interessiert sind, SmackDown zu schauen, wenn sie bei Raw schon genau dieselben Superstars haben. Ja. Man hat damals schon gemerkt, dass SmackDown ziemlich untergegangen ist. Ja. Wo die Roster zusammengefügt waren. Das ist ja auch das, was ich immer kritisiere, wenn es wieder zusammengelegt wird. Auch wenn man es nicht beabsichtigt. SmackDown geht unter. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass man es jetzt andersrum macht? Nein. Fox will ja Star-Power haben und die können ja schlecht alle Star-Power zu SmackDown schicken. Eben. Nein, es wird nicht andersrum gemacht. Einfach aus dem Grund. Vince McMahon würde nie jetzt bei SmackDown alles Relevante machen und War untergehen lassen. Naja, passt mal auf, Fox will ja Star-Power haben. Vince McMahon nicht, aber denk dran, wenn ein Sender wie Fox seine Finger da drin hat, die reden mit. Das ja, aber es auch wird nicht passieren, dass sie wollen 100% versuchen, dass beide Sendungen laufen. Und das kriegst du jetzt hin, indem du einen guten Shake-Up bringst. Wie gesagt, ich wünsche es mir. Ich lass mich gerne eines Besseren belehren, aber im Moment fühlt es sich für mich nach genau dem Gegenteil an. Ich höre mir dann auch gerne nächste Woche im Podcast an. Ich hab's ja gleich gesagt, da kann ich mir leben. Aber im Moment bin ich echt so, na, ob das mit dem Shake-Up wirklich so läuft, wie wir uns das vorstellen, ich weiß nicht. Aber so ein Braun Strowman bei SmackDown kann ich mir auch gut vorstellen, da bei Raw eigentlich auch schon alles erzählt ist von Braun Strowman. Und da hättest du ihn wieder bei Harper und Rowan, vielleicht machen sie damit wieder irgendwas. Habe ich schon gesagt, aber wenn dir Fox will Star Power, und die können ja schlecht von Raw die ganzen Star-Leute darüber schicken. Dann müssten sie ja von SmackDown wieder Stars darüber schicken, damit Raw nicht untergeht. Ja, echt gespannt, wo der Shake-Up hinführen würde. Die macht's echt verwirrend diesmal, die WWE. Man weiß echt nicht, wo der Shake-Up hinführen soll. Ich bin echt gespannt. Und dann kommen wir auch schon zum Main Event. Das 6-Mann-Tag-Team-Match zwischen The New Day und Drew McIntyre und The Bar. Wo New Day gewonnen hat, nachdem Kingston gegen Sheamus den Trouble in Paradise gezeigt hat. Richtig gut gesellt, der Trouble in Paradise am Ende. Matchzeit 9 Minuten. Big E hat sich bei einer Aktion im Match leider Gottes verletzt, fällt jetzt 6 Wochen aus, wenn er operiert werden muss. Ja, Match war in Ordnung, finde ich jetzt. Und man hat New Day auch nicht schlecht dargestellt, indem sie wieder verlieren mussten oder so. Das war ordentlich. Da gehe ich mit. War alles ganz ordentlich und mehr habe ich da auch nicht. Das Match war super,
Absolut. Es ist natürlich jetzt Riesenkacke, dass Big E sich da jetzt verletzt hat, weil jetzt haben wir halt echt ein Problem mit New Day, weil du hast Kofi als Champion und Woods steht jetzt so ein bisschen einzeln da. Er ist halt ein bisschen dämlich. War schön anzusehen, aber das Schönste tatsächlich war, dass danach die Show zu Ende war. Weil diese SmackDown-Folge, oh mein Gott. SmackDown war riesengroßes Chaos. Was man aber auch noch vergessen hat in den 6-Mann-Match. Während dem Match wurde das im Prinzip auch zu einem Handicap-Match für The Bar, weil McIntyre auch scheinbar ein bisschen angeschlagen war und nach hinten gegangen ist und hat sich untersuchen lassen, kann man sagen. Aber bei McIntyre ist nichts Schlimmeres passiert, zum Glück, kann man sagen. Nein, das war sogar gewollt, dass McIntyre da raus war. Man brauchte nur irgendjemanden, der mittelbar da auftaucht und dieses Match bestreitet. Da hat man halt McIntyre genommen. Nur man wollte von Anfang an nicht, dass McIntyre irgendwie in der Nähe einer Niederlage ist. Oder es klar war, dass sie verlieren müssen in diesem Match. Hat man McIntyre dann einfach mitten in dem Match rausgenommen, sodass er dann gegangen ist und nichts darauf hindeutet quasi, dass er verloren hat. Und bin auch echt die andere Sache, dass McIntyre noch bei SmackDown landet. Ja, bin ich auch gespannt drüber. Die andere Sache finde ich, SmackDown war wirklich Chaos, wie es alle hier gesagt haben. Und es ist ja auch so, dass nach SmackDown der Headwriter von SmackDown die Brocken hingeworfen hat und gesagt hat, er hat keine Lust mehr, weil er jede Woche aufs Neue ein Skript für die Show erstellt mit seinen Leuten. Und fast jede Woche aufs Neue kommt Vince McMahon an und wirft alles wieder um und sagt, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht, wir machen jetzt das und das. Kann ich ihn total verstehen. Ich bin gespannt, wie es mit SmackDown weiter. Ich bin halt auch echt gespannt, was mit Drew McIntyre passiert, weil die Fehde zwischen Roman Reigns und Drew McIntyre ist ja meines Erachtens auch noch nicht wirklich vorbei. Wenn man das so aufzieht, dass er den kompletten Shield besiegen will, dann bin ich echt gespannt, wo das noch hinführt. Gut, dann weg von SmackDown. Wir gehen zu NXT. Man muss sagen, NXT hat ein neues Intro-Video. Das hat Evo gesagt, gefällt ihm richtig gut, diese Musik dazu. Und dann kam auch das erste Match schon, Candice LeRae gegen Aaliyah, oder wie sie heißt, mit Vanessa Bourne als Managerin. Das gewann Candice LeRae nach einem Moonsault gegen Aaliyah. Ich fand es schön, Candice mal in Action zu sehen. Ich habe, glaube, noch nie ein Match von der gesehen und bin froh, dass sie gewonnen hat. Gegen die Carmella-Kopie. Ja, auch ich bin froh, dass so ein Candice LeRae endlich mal wieder im Ring gesehen hat. War jetzt echt eine lange Zeit, wo man sie nicht mehr im Ring gesehen hat. Und sie hat ein echt gutes Match hingelegt. Jetzt den Carmella-Verschnitt kann ich jetzt nicht wirklich im Ring abhaben. Das hat man in dem Match auch ziemlich gut gesehen. Deswegen hoffe ich auch, dass man das mit der jetzt nicht weiterzieht mit Candice LeRae und man jetzt vielleicht noch ein Match mit ihr mit Vanessa Bourne aufbaut, um dann später ein Titelmatch für Candice LeRae aufzubauen. Wäre für mich so das beste Szenario, aber bitte relativ schnell weg von der Leier. Ich muss auch sagen, ich war froh, dass wir Candice LeRae mal wieder sehen. Denn Candice LeRae hat schon im ersten Mayor Classic gezeigt, was sie kann. Und seitdem, als jetzt, dass sie jetzt bei NXT ist, hat sie 2-3 Mal zeigen dürfen, was sie kann. Hat aber fast immer verloren. Das finde ich sehr, sehr schade, da sie eine wirklich gute technische Wrestlerin ist, die auch wirklich fliegen kann. Suicide Dive und was sie nicht alles kann. Am Ende ihr schöner Lions Hold. Ein bisschen abgeguckt von hier. Scheiße, nein! Ich schäme mich gerade so sehr von Chris Jericho. Dafür schäme ich mich jetzt gerade so sehr. Ja, bisschen abgeguckt von Chris Jericho. Super, dass sie auch gewinnen durfte. Hoffentlich baut man sie jetzt auf, dass sie dann in naher Zukunft ein Titelmatch bekommt und den Titel gewinnt. Yay! Wir sind bei NXT und haben SmackDown hinter uns gelassen und yay! Candice LeRae ist im Ring. Alles richtig gemacht. Gegner, mir egal, weil Endergebnis kann bei Candice LeRae Matches nur sein, Candice LeRae gewinnt. Fertig. Gut, dann kommen wir zum nächsten Segment, wo das ein Rückblick ist auf das Match zwischen Velvet Dream und Matt Riddle bei NXT TakeOver New York um den NXT North American Championship. Daraufhin wurde ein Video von Velvet Dream eingespielt, der sich Backstage bei WrestleMania 35 zeigt. Während Dream über den Umgang mit dem Spotlight spricht, lief Buddy Murphy im Hintergrund vorbei. Dream hat dann auf Murphy gezeigt und meint, dass Murphy mit dem Spotlight nicht umgehen kann. Dann haben ein paar Sticheleien gefolgt. Dream hatte noch gefragt, wo denn sein Titel ist. Und verweist auf sein Match gegen Matt Riddle bei TakeOver hin, falls er richtiges Show-Stealing sehen will. Dann wurde in der Halle gezeigt, in der Crowd, Kushida bei TakeOver.
woraufhin noch einmal die Vertragsunterschrift mitsamt der Rede von Triple H und William Regal eingespielt wurde. Dann kam es schon zum nächsten Match zwischen Jackson Ryker mit seinen Forgotten Sons gegen Danny Bird mit Oney Lorcan, wo Jackson Ryker nach dem Sit-Out-Chokeslam gewann. Ich verstehe jetzt nicht daran, warum Oney Lorcan noch bei NXT ist, da er eigentlich vertan ein Teil von 205 Live ist. Aber vielleicht macht man das jetzt wie bei Buddy Murphy, dass er bei NXT und 205 Live zu sehen ist, da sonst bei NXT die Leute fehlen. Jackson Ryker, ja, unser Psychopath, hat wieder gewonnen. War auch nichts anderes zu erwarten. Dieser Sit-Out-Chokeslam, das sieht echt schon richtig brutal aus, muss man sagen. Ja, eure Meinung? Meine Meinung zu Jackson Ryker haben wir mittlerweile. Ich finde ihn super. Er zeigt schöne Aktionen. Okay, ist manchmal einfach Standardaktionen, die er bringt. Aber wie er es mit einer Härte und einer ja doch auch Schnelligkeit in den Aktionen drin, das ist super. Ein richtig aggressiver Heel, wie man ihn in der WWE schon länger nicht mehr hatte. Deswegen freue ich mich, dass er jetzt Match nach Match gewinnen darf und hoffe, dass es so weitergeht. Ich kann das, was Marlo sagt, eigentlich nur bestätigen. Ich fand allerdings auch jetzt, um noch was zum Match zu sagen, das Match auch ziemlich gut. Das mit Oney Lorcan verstehe ich jetzt vielleicht in der Hinsicht nur so, dass vielleicht man ihn trotzdem noch an die Seite von Danny Bird stellen möchte, was für mich noch so die vertretbare Entscheidung ist. Aber vielleicht ist auch noch weiterhin bei NXT bringen, das weiß ich nicht, und halt dann abwarten. Und der Move von ihm als Sit-Out-Chokeslam verdammt stark passt zu ihm und bin gespannt, wie viele Matches er damit noch gewinnen wird und vor allem, wie viele wichtige Matches er damit noch gewinnen wird. Vielleicht haben die ja Gageno Richtung SummerSlam oder Survivor Series den Titel dann ab, muss man dann abwarten, aber für mich ist eigentlich nur er der nächste NXT-Champion, wenn man es richtig aufbaut. Ich fange mal vorne an, das Segment mit Velveteen Dream und jetzt habe ich den Namen vergessen. Danke, Malu, du bist voll anstrengend, voll ansteckend. Buddy Murphy natürlich, absolut korrekt. Fand ich an sich schon saulustig gemacht, weil ich glaube, dass da mehr hinter steckt als das, was wir gesehen haben. Weil Velveteen Dream ist jemand, der viel auch negative Sachen mit in seinen Twitter-Account aufnimmt, die bei der WWE passieren. Wie jetzt zum Beispiel eben die Sache, die ich erwähnt habe mit Sasha Banks, von wegen entfolgt WWE und folgt AEW. Das habe ich zuerst gelesen bei Velveteen Dream. Funktioniert also wunderbar. Und auch hier wieder einfach sau lustig, dass er auf den Umgang mit Spotlight eingeht, direkt während WrestleMania quasi, wo ja kritisiert wurde, dass das Licht teilweise so beschissen war, dass Leute Matches überhaupt nicht gesehen haben. Also ich weiß nicht, ob das nicht so gewollt war. Ich fand's gut. So. Match, jedes Match mit Jackson Ryker, was ich jetzt gesehen habe, war einfach mega gut, weil dieser Typ, ich warte manchmal bei dem darauf, der macht irgendeinen Move und dann reißt einfach mal wegen dem Move so ein Ringseil oder so. Das ist absolut krank. Nach dem Match wollte Ryker auch nochmal seinen Finish zeigen gegen Danny Bird, aber Lorcan konnte das verhindern. Dann kamen aber die anderen beiden noch von den Forgotten Sons in den Ring und haben sie dann beide abgefertigt. Somit wurde dann das Segment beendet mit den aufrechtstehenden Forgotten Sons. Dann folgte noch ein aufgezeichnetes Interview von Shayna Baszler, welches nach der Titelverteidigung aufgezeichnet wurde, habe ich schon gesagt. Sie sagte, dass sie alle Frauen besiegt und nie ihre Women's Championship verlieren wird. Pete Dunne kam dann auch noch ein Segment, der seine Niederlage nur kommentierte mit den Worten, dass es ein Rückmatch geben wird. Dann noch ein weiteres Segment, wo man Adam Cole nach seiner Niederlage gegen Gargano gesehen hat. Als Cole das gesehen hat und bemerkt hat, dass die Kamera alles aufzeichnet, schlug er gegen sie und fordert, dass sie ausgeschaltet werden soll. Er war richtig angefressen, kann man sagen. Dann wurde noch bestätigt, das Match zwischen Velveteen Dream und Buddy Murphy um den NXT North American Championship. Und dann kam es schon zum letzten Match des Abends von NXT, die Street Profits gegen die European Union, Fabian Eichner und Marcel Bartel. Gewannen die Street Profits nach einer Electric Chair Suplex Kombination. Das Match fand ich stark. Eichner, Bartel wieder mit richtig guten Moves. Die Street Profits, vor allem Montez Ford wieder, was der für Aktionen gezeigt hat. Wie hoch teilweise. Ja, und mit den jubelnden Street Profits war die Show zu Ende. Was man nicht gesehen hatte, war eine
angefressene Shayna Baszler, wo sie mit William Regal gesprochen hat, wo sie gesagt hat, warum eine Kairi Sane schon wieder ein Rückmatch erhält. Sie tritt nur gegen sie an, wenn sie dann auch, wenn sie das Match verliert, nie mehr eine Chance auf den Titel erhält, wo dann William Regal drauf eingegangen ist. Ja, und damit war es das dann auch schon von NXT. Ich halte mich kurz. Buddy Murphy gegen Velvet in Dream freue ich mich. Und Street Profits gegen Fabian Aichner und Marcel Patel war ein echt verdammt starkes Match. Es fasziniert mich wirklich jedes Mal, was ein Fabian Aichner wirklich von Match zu Match einfach zeigt. Zum Beispiel sein Moonsault, einfach nur unfassbar. Für mich war es dann am Ende aber auch echt schade, dass die beiden mal wieder verlieren mussten. Ich verstehe nicht, wie sie da mit den beiden weitermachen. Aber für mich geht es da definitiv in die falsche Richtung. Und ja, mehr brauche ich nicht sagen. Buddy Murphy, Velvet in Dream. Geile Paarung und ich hoffe auch, dass man seitens NXT-WWE jetzt begriffen hat, dass Buddy Murphy bei 205 einfach fehlplatziert ist. Und ja, Tag Team Match European Union gegen die Street Profits. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich mag beide Teams nicht. Ich finde beide Teams einfach nur irgendwie mega langweilig. Und ja, keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Ich wollte ein bisschen Malu triggern. Natürlich war das ein geiles Match um Himmels Willen. Weil was die Jungs von der European Union da abreißen, das ist krank. Meine Meinung zu den Street Profits bleibt bestehen. Die mag ich tatsächlich nicht. Aber Fabian Aichner und Marcel Bartel, mega gut. Macht mehr mit denen um Himmels Willen. So Daniel, ich glaube, Malu hat jetzt bestimmt ein bisschen Herzinfarkt fast bekommen, nachdem du das gesagt hast, aber nochmal auf Buddy Murphy zu sprechen. Ich glaube ja auch, dass er bei 205 vielleicht schon alles erreicht hat, was er da erreichen kann. Deswegen hätte ich nichts dagegen, einen Buddy Murphy wieder bei NXT zu sehen. Nee, also war klar, dass Daniel da so ein bisschen triggern wollte. Das habe ich tatsächlich so gedacht, wo er das schon gesagt hat. Deswegen, ja, das Match fand ich auch super. Ich finde es schade, dass die Street Profits gewonnen haben. Ich finde die Street Profits gut im Ring, aber das Gimmick geht mir mittlerweile von Mal zu Mal mehr auf den Sack. Von daher, schade. Aber NXT war wieder super. Mal wieder. Ja, und damit war es das schon mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche sind wir mal zu fünf, dass da auch ein Herki wieder dabei ist. Bei mir sieht es nächste Woche von der Zeit her halt auch immer wahrscheinlich erst abends danach aus mit Podcast aufnehmen. Da ich Spätschicht habe die ganze Woche. Ätzend. mein Fazit, NXT war das Beste. Dann kam Raw und SmackDown war das pure Chaos. Ich glaube, das wollte die WWE auch erreichen, was sie bei SmackDown gar gemacht haben. Und damit verabschiede ich mich. Hoffe, euch hat der Podcast diese Woche auch wieder gefallen. Schreibt gerne was in die Kommentare, kommuniziert mit uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich halte mich auch mal kurz und sag einfach mal wieder nur tschüss. Ciao, auf Wiedersehen. Ja, ich muss euch nicht erzählen, was ihr tun könnt. Macht's gut. Und Michi, zu deiner Angst, nächste Woche wird halb so schlimm, weil wir nur einen Podcast aufnehmen müssen.